teleportet er sich? Nee, doch nicht. Wir müssen erstmal zum Haltenhaus wieder zurück. Also zum Port zumindest. Läuft er wieder dann nach unten? Also nicht hier, sondern auf dem Video gerade, was ich nicht mehr angucke. Nämlich da, wo wir in der Nähe der ersten Fee waren. Und da geht er rein, okay. Hätten wir doch gleich machen können, wo wir da waren. Das hat er irgendwie nicht so nach der Reihenfolge gemacht. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Waren wir da oben? Gleich wieder weggebrotet. Okay, da hätten wir quasi zwei Feen direkt nebeneinander abholen können. Ja, gehen wir nochmal hin. Bisschen ärgerlich. So, altes Haus war das hier, ne? Aber den geilen Schätzen habe ich nachguckt, dass wirklich dann so am Stück sowas am nächsten dran liegt und so weiter. Den hatte ich nämlich nicht ganz durchgeguckt. Ich übertreibe alle, ne? So, dann ist er hier rein. Können wir sie nämlich jetzt rüberporten. Oder rüberlaufen sowieso. So, trinke ich erstmal noch was. Hier ist auch so ein Zeichen an der Wand. Hier müssen wir rechts, oben, links, oben, rechts, oben, links, oben, oben, rechts, unter, links, unter, rechts, runter, links, runter, rechts. Öffnet sich also diese Wand, okay. Ist das richtig? Ah, okay. Müssen wir hier lang gehen? Wie sehr suspicious. Jetzt müssen wir hier runter. Dann hier hoch. Okay, die ist ein bisschen aufwendiger anscheinend. So, dann gehen wir da lang. Und jetzt? Hier oben. Okay, jetzt muss ich mal kurz warten, was er macht. Gibt dann nämlich nur die eine Möglichkeit. Okay, jetzt müssen wir hier oben noch was abspielen. Aber was sie uns die Leitern gerade vorgegeben haben, ne? Dass das hier quasi so ein Weg ist, ne? Müssen wir jetzt auch links, rechts oder was auch immer dann eintippen. Also links, hoch, links, links, links. Hoch, rechts, hoch. Aber finde ich auch echt gut gemacht, dass halt hier so viel versteckt ist. Eigentlich so vor den Augen liegt, aber man kommt selber dann irgendwie nicht so wirklich drauf. Außer man studiert wirklich so das Handbuch und findet alle Seiten. Ich glaube, die wichtigen fehlen mir, glaube ich, dafür. Aber ich glaube, ich hätte auch gar nicht Geduld gehabt, das nochmal jetzt hier durchzuackern. Okay, ist gerade Werbung auf YouTube. Wir müssen erstmal wieder zum Start zurück, habe ich gesehen. Kam ich nicht auch zum Start zurück? Wir warten mal kurz, wo er hingeht. Ist das irgendwie richtig mit dem Strand? Nee, geht woanders lang. Dann gerade. Da wo jemand viele Wert, glaube gerade. Aber diesen Windspiel-Dingstag-Kirchen. Da ist er also. Wo war denn das? Das war weiter oben. Da bin ich auch noch nicht rangekommen. Das ist wahrscheinlich was zum Upgraden, ne?
War ich gerade hier? Ha. Okay, ist er noch da? Zu klein auf dem Handy, ne? Ach, er ist doch hochgegangen. Hoch und wieder runter. Ich glaube, so kann ich, ne? Auch nicht. Ich muss glaube da hinten lang. Komm ich denn da hin? Ich würde da nur die Leiter hoch und runter, oder? Und hier kam er da anders hin. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Augenblick, jetzt muss ich mal selber gucken. Guck ich denn hier falsch? So, jetzt kommt bei Ihnen die Truhe. Augenblick. Öffne die Truhe, gleich kommt die Fee raus. Zwar nehme ich Fee 10 von 20. Ah, er ist den Weg hochgegangen. Ah, ich Clownfisch. Ah. Okay. Habe ich nicht den falschen Aufstieg genommen? Wenn ich den hier nehme, den ich nie aktiviert habe. Ah. Kam er denn da hin? Auch was abspielen? Fragt mich auch nicht jetzt was. Ich glaube hier war das, ne? Weg, ich muss hier durch. So, jetzt sind wir richtig. Oh, ich gucke die Nase. So, jetzt warte mal kurz, bis er da auch ankommt. Okay, wir müssen links, rechts, runter, hoch, hoch. Runter, rechts, links, hoch, rechts, runter, links, hoch, runter, rechts, links. Und Fee Nummer 11. Vielleicht muss ich gleich wieder zum Start zurück, zum alten Haus. Dann ab zum alten Haus. Naja. Ah, ich hab mich ja hochgeportet. Ich würde sagen, hä, warum geht's nicht weiter? So, zum alten Haus wollen wir. So, mach ich mal Play, ja, ist da quasi auch so an der Stelle circa. Okay, geht rein. Ah, okay, sind wir direkt im alten Haus. Da müssen wir hoch, hoch, rechts, runter, runter, rechts, hoch, hoch, rechts, runter, runter, runter machen. Und da haben wir die nächste Fee. Dann wieder zum Start zurück. Jetzt da hoch, wo ich zuerst hin wollte. Wo ich gesagt habe, ne? Nicht doof, ich wollte auch anders hin, ne? Hä? Achso, ich bin nicht auf der Leiter, auf der Treppe. Der Leiter. Okay, hier sind wir jetzt auch. Geht hier durch. Ah, dann geht der hier hinten lang. Weil hier so eine Truhe, die wir noch gar nicht haben. Warte mal, wo ist er jetzt lang gegangen? Ist irgendwie hier auch so versteckt. Okay, krass. Sieht so schwerfällig an. Aber hier müssen wir jetzt auch was eintippen. Hier müssen wir runter, runter, rechts, hoch, rechts, runter, links, runter, rechts, hoch, rechts, runter, runter.
Warum ist der Typ ja so einsam alleine eingesperrt? Will den irgendwie machen? Da kommen wir gar nicht hin. Können wir auch gar nicht anvisieren. Was ist denn hier drin? Verstehe ich nicht. So, okay, das haben wir jetzt auch. Können wir schon mal hier rausgehen wieder. Gucken, wo wir jetzt hinkommen. Okay, der startet wahrscheinlich immer so relativ am Anfang, ne? Wieder Anfang. Was ist da lang gegangen? Okay. Okay, die Gegner weggesprengt, statt die zu machen. Kann man natürlich auch machen. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Da kann man auch hingehen. Und gab es auch noch eine Wendeltreppe. Was war denn da für die Schnitzmöglichkeit? Hier durch, ne? Ich wollte darüber. Stopp, wie hat denn das gemacht? War ich hier bei den Dingern oder kam er irgendwie weiter? Okay, er jagt ihn in die Luft. Aber muss das wirklich wegspringen? Ah. Ich soll mal da hin drauf kommen, dass ich hier Dynamit hinfallen soll. Also manchmal spiele ich, weiß auch nicht. Und schon haben wir das freigeschaltet. So, ist hier so eine Art Würfel, der dreht sich gleich auch irgendwie. Okay, hier müssen wir rechts, 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 hoch, 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 rechts, 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 hoch, 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 rechts, rechts, hoch, hoch, rechts, hoch, warten. Komm schon in die Truhe. Sehr tricky. Hatte mich schon gewundert, dass er sie wegspringt, statt zu schlagen. Das waren ja eigentlich einfache Gegner. Okay, wieder am Anfang. Sind wir hier quasi auch, ne? Hätte ich ja quasi auch hier lang gehen können, ich hätte ja. Geht hier runter. Dann hier lang. Das hier rüber. Okay, warte das. Ah, das sehe ich hier rein, ne? Guck mal zu einer Truhe, die habe ich sogar schon geöffnet. Hier müssen wir hoch, links, runter, links, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, runter, links, hoch, links, hoch. Und die nächste Fee, Nummer 15. Gehen wir schon wieder raus. Ist er wieder beim alten Haus? Kommt er nicht auch zum alten Haus irgendwie? Ja, ne? Hier so rum. Okay, vielleicht geht er auch dahin, wo ich gerade bin. Irgendwie ist er da auf dem Weg. Nee, stopp. Ist er da vor diesen Stein, wo wir die eine Seite geholt haben? Die verfolgen mich jetzt nicht so weit. Hier kommt einmal das. Ah, der hat natürlich Schild, ne? Okay. Okay, er steht davor und macht runter, links, links, runter, hoch, rechts, runter. Das war jetzt mal ein kurzer Code. Keine Ahnung, wie man auf jeden Standort auf diese Kombination kommt. Okay, ist er wieder am Anfang. Was hoch zur Mühle. Dann da so lang, okay. Zur Mühle.
kann man da jetzt hin? Hier lang, oder? Ich kann auch hier rüber porten, oder? Ja, macht er lieber das hier. Okay, gucken wir mal. Hier geht ja die Treppe runter. Richtig. Das geht da runter. Ah, stopp. Ist er irgendwo lang gelaufen? Ah, nein. Ich hab jetzt wieder angeklickt. Ich weiß nur, dass er hier runtergegangen ist und dann war es das. Ich muss ja den Gegner wegmachen, dann muss ich das Video nochmal laden. Schön, dass sie sich gegenseitig auch treffen. Sippel noch mal ein. Warten wir kurz, bei ihnen sind irgendwie auch alle Gegner weg. Ich weiß nicht, ob die vorher extra alle gemacht hat, damit der besser durchkommt. Da ist einer. So, zack. Ah, stopp. Okay, ist hier drauf. Bei diesem Baum, da hat er den Code links. Unter, rechts, links, hoch, runter. Und das ist Fee Nummer 17 von 20. So, ich kann ja schon mal hier wieder rüber gehen. Ich will gleich wieder zurück ganz zum Eingang. Ich habe gar nicht weiter Play gedrückt, ich hätte. Wieder bei der Mühle. Man geht wieder dahin, wo wir gerade sind. So, es geht ja gerade den Weg hier so lang. Okay, ist hier. Es geht ja doch wieder hier lang. Ich weiß, hätte er ein bisschen zurückschleien können. Und dann geht er hier doch wieder runter. Ah, jetzt spielt er das hier ab, okay. Wieder ein relativ langer Code. Hat den eigentlich auch nicht so viel gebracht, dass er uns verheißt. Ne? Hier haben wir den Code. Hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, links, runter, links, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch, links, hoch. Wieder schief gelaufen. Die Schicht nochmal weg, oder ich mache mal kurz die Ansicht ein bisschen anders, so, wenn die mal anders hinlegen. Dann
fällt sie auch immer halt runter, wie sie gerade liegt. Okay, wir stehen hier so. Nochmal hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, links, runter, links, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch, links, hoch. Okay. Wahrscheinlich wieder irgendwo vertippert. So. Was ich mir mal kurz wieder hin. Sind ja auch schon fast fertig mit den Feen. War jetzt ja 18, 25, genau. Na, jetzt, okay, sind wir beim Portings. Ich glaube, diesmal geht der zum... Ah, okay. Geht dahin also. Warte. Das war auch was zum Porten. Ich recht erinnere. Hier beim Boss. Oder irgendwo eine Leiter. Hier so. Also mit so einem Seil. Ah nee, das ist zum Heil, nicht zum Porten. 619, wo war denn das? Das kam doch auch hier relativ gleich, ne? Ah nee, es war nur das Heldengrab, aber... Dann gehen wir nochmal den Weg zurück. Ist das nicht das Effektivste, aber... Ich glaube, wir... Ups. Ich glaube, wir kommen trotzdem an, ne? Wo ist das alte Haus? So, da waren wir schnell, ist das Viech. So, gehen wir nämlich hier hin. Da ist er hier schon mal runtergegangen. Ah, haben wir natürlich hier noch die hübschen Gegner. Okay, ich muss sie erstmal hier platt machen, sonst wird das hier nichts. Ah, ist jetzt abgeblockt, okay. Weg. So, kann ich jetzt eintippen? Oder kommt noch jemand? Okay, hier müssen wir rechts, links, runter, rechts, hoch, links machen. So, die vorletzte Fee war das. Dann kommt gleich die letzte Fee. Ich glaube, ich kann quasi schon wieder zurückgehen, oder? In diesem Portraum. Dann nimmt er diesen äußeren Weg. Und gleich mal hinterher. Zum Heldengrab quasi, ne? Also der hier so ein bisschen außerhalb war. Da gehen wir mal zurück. Zuck. Ich glaube schon mal anklicken, ne? Sind wir jetzt auch da. Aber da waren wir ja vorhin auch schon mal. So, dann habt ihr die Leiter, die ich auch genommen hatte. Okay, macht erstmal die Spinnen fertig. Ah, da müssen wir das hier antippen, okay. Oh. Da gucken wir, wo ich schon gelandet bin.
Es nerven natürlich die Spinnen. So. Und der kriegt das ab. Genau, hier kriegen wir dann die letzte Fee her. Hier machen wir runter rechts, runter links, hoch links. Hoch links. Warte, ich mach's mal neu, damit es auch für euch verständlicher ist. Runter rechts, runter links, hoch links, runter links, hoch rechts, hoch links, hoch rechts, hoch rechts, hoch links, hoch rechts, runter rechts, runter rechts, runter links, runter rechts, runter links, hoch. Genau, dann steht dann halt auf den Seiten noch, es gibt halt so einen geheimen Sammelpunkt. Da haben wir die eine 4 auch herkriegt, die fünfte. Da können wir nämlich jetzt immer hingehen und dann schalten wir nämlich auch einer der geheimen Truhen frei. Ups. Ich weiß nicht, ob ich die Seite auch schon hatte. Seit 48, das, ich glaube, wir haben keine 48, oder? Wo man das sehen kann. Ja. Finde irgendwie noch die coolen Seiten. Weiß nicht, wo ich die übersehen habe. Die Fee war wirklich ein bisschen länger, das andere war 17 Minuten mit den Truhen. Fehlen waren jetzt auch 21 Minuten. Ich gehe jetzt mal kurz zum Start zurück, also zum quasi Mittelpunkt. So. Können wir gleich mal machen, ne? Achso, das war der Weg hinter dem Wasserfall lang. Da kommt ja noch ein Wasserfall. Da war ja dieser geheime Treffpunkt. So. Passiert nämlich das hier. Da haben wir auch eine Seite. Und das ist halt einer dieser geheimen Truhen. Einer der 12. So, können wir mal öffnen. Spring Falls. Und eine Karte kriegen wir hier. Das ist dann quasi so eine Art Memo, haben wir hier nochmal. Also wahrscheinlich irgendwie ein Code, das kann man dann irgendwie entschlüsseln, das soll dann irgendwas bedeuten. Hier steht was auch geschrieben. Ich wechsle nochmal kurz gleich zum Video mit den Truhen. Ja, erstmal wieder Werbung auf YouTube. Kennt ja jeder, ne? Gibt es nämlich auch diese netten Codes dann. Okay, genau. Hier kann, da kann man das irgendwie wahrscheinlich irgendwie übersetzen. Was das genau bedeutet, ich glaube, das sind dann diese 12 besonderen Schätze. Das sind nämlich 12 Kreise. Und ich glaube, das soll auch immer die Seitenzahl bedeuten, dass das irgendwie uns einen Hinweis gibt, wo man das findet. Zusätzliche Unterstützung und Geheimnisse. Und das freut auch so das letzte Blatt dann auch, glaube ich, ne? Lustig aus. Und das ist das Endblatt oder Rückenblatt, was auch immer. So. Also brauchen wir Treasure 7 schon mal nicht machen. Gab es ja nicht den einen Raum, wo wir das im alten Haus, wo wir das Schild gekriegt haben. Diesen 12 Säulen. Das ist das dann. So, ich warte mal ab, bis er hier loslegt. Ist gerade so ein bisschen sein Intro. Ich glaube, ich kann wahrscheinlich zum Mittelpunkt zurückgehen, ja. Schadet nämlich er auch direkt. Ups. Am Mittelpunkt. Aber da läuft er auch wieder. Sollte mir wahrscheinlich schneller sein als er.
gerade da an der unteren Treppe. Das haben wir, glaube ich, sogar eingeholt. Müssen wir uns hier porten? Ja, müssen wir. Ah, nee, nein, nee, wir müssen uns hier nicht porten. Das ist schon das erste, wo man den Treasure eintippt, genau. Gott, völlig durch wieder. Es ist auch 3 Uhr nachts. Okay, rechts, runter, links, hoch, links, links, runter, rechts, rechts, runter, runter. Hat auch eine etwas andere Musik. Und das ist die nächste Truhe. Hat diese Regenbogenfarbe, ne? Zurück an die Arbeit. Das ist die Errungenschaft auf Steam. Und bei dem Video geht er wirklich jetzt direkt so Schritt für Schritt weiter, was hier am nächsten liegt. So, lassen wir wieder hoch. Geht über diese Holzbrücke. Und an der Mühle vorbei. Und bei der Mühle sollen diese Blätter hier irgendwie auch ein Rätsel aufdecken. Ah, ich glaube, hier hat manchmal irgendwie der Code gefehlt. Hier muss ich mal kurz in den Kommentaren reingucken. Genau, für Treasure 3. Das ist ja gerade das. Soll das hier zumindest sein? Da müssen wir runter, links, links, hoch, hoch, rechts, rechts, links, runter, rechts, hoch, runter machen. Irgendeins hat, glaube ich, falsch eingetippt. Zumindest die Kommentare. Genau, von Secret Nummer 2. Aber da sind wir gerade nicht. Also, das war irgendwie beschriftet nach den Säulen wahrscheinlich. Das war halt jetzt Nummer 3. So, dann haben wir das. So, geht's dann gleich hin? Warten wir mal kurz. Okay, ist wieder am Anfang. Geht aber hier rüber. Und hier runter. Okay, ich glaube, jetzt kommt dieses Windspiel. Was ich gehört habe, das soll durch bei dir ja machen Töne. Und da kriegt man dann auch der einen Seite mit dem Vogel, die wir sogar haben, dann irgendwie den Code dafür raus. Was irgendwie sehr tricky ist, oder ich nicht so genau verstanden habe. War denn das? Das ist vielleicht auch zu weit, oder? Zum Beispiel, da sehen wir jetzt auch was Goldenes über den Fuchs. Oben auf dem Bildschirm, das verpixelte. Auch was für den goldenen Pfad dann. War denn das? Tut doch nicht zu weit, ne? Was denn das mit dem Vogel? Müssen wir es einmal zeigen? Was ja irgendwie auch so reingeschrieben mit Kugelschreiber. Guck, wenn ich das gerade oben sehe, magische Gegenstände, steht auch nur das Heiliges Kreuz. Da habe ich nicht gesehen, da muss man einmal Zauberstab und diesen Dolch kombinieren. Kann auch Gegner in der Entfernung gefrieren lassen. Das wusste ich nicht vorher auch so nicht. Also so eine Kombi gab es auch mal bei Zelda Link to the Past, ne? Irgendwie so mit Pein und Bombe, dass man dann auch die Bomben in der Entfernung schießen konnte und sowas. So, wo war denn das? Sein. Also sieht man hier so, ne? Hier sind wir auch gerade. Und hier ist so ein Musiksymbol oder so eine Note, ne? Ja, hier ist das Manifold. Und mit dem hier unten, damit wir irgendwie das Windspiel lösen können. Oh, fragt mich nicht wie oder was. Also wahrscheinlich kann man irgendwie diese Zeichen übersetzen, aber darauf kommen wir eigentlich auch nicht. Okay, hier müssen wir hoch, runter, rechts, hoch, runter, links, hoch, runter, links, rechts, runter, links, rechts, hoch machen.
ist das? Das war also Treasure Nummer 8. Okay, ist wieder am Start. Ja, das hänge ich hier noch fest. Okay, es geht da lang, jetzt kommt er hier lang. Okay, jetzt geht er hier rein. Öffnen wir vielleicht diese Tür hier, ne? Genau. Hier müssen wir rechts hoch, links hoch, rechts runter, rechts hoch, links runter, links hoch, rechts hoch, links runter. Öffnet sich nochmal irgendwie ein ganz neuer Gang. Ganz fancy. Und hier haben wir die nächste Truhe. Das ist Herr Bürgermeister. Süß. Okay, es geht ja wieder über die Holzbrücke Richtung Ettes Haus. Geht da hin, vielleicht kann ich auch gleich direkt drüber gehen. Ich gehe mal hier rüber, das sieht irgendwie so aus. Dann nehme ich hier. Ah, ich hier runter, Entschuldigung. Achso, jetzt mal hier hin. Aber das kriegt man eigentlich doch raus, wenn man das mit den goldenen Pfad macht. Gucken wir mal, ob wir das auch machen können, ob das was bringt, ob man das wirklich so machen muss. Hier müsste man nämlich, wenn man den goldenen Pfad diese Seite freigeschaltet hat, dann steht da auch, dass man Audio hier für eine Minute auf 0% machen soll. Dann geht das irgendwie weiter. Aber ich habe gar nicht die Seite, um das nachzulesen, also wahrscheinlich können wir dann eh gleich den Code eintippen. Aber nur so zu demonstrieren. Und halt die erste Seite und dann erscheint da nochmal was. Irgendwie auch, dass man dann den Code hier eintippen kann oder so. Müssen wir nämlich runter. Ich will die 11 mal rechts machen, Augenblick. Oder ich brauche die mal kurz weg, so. Muss man wahrscheinlich alles am Stück irgendwie machen, ne? Runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mal rechts und 12 mal links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich weiß nicht, ob ich erst noch die Seite dafür brauche. Dann muss ich erst eine Minute warten. Warten wir mal kurz eine Minute, oder? Oder es geht erst, wenn ich die Seite habe. Kannst du nochmal ausprobieren. Runter. Erstmal Audio wieder. Ah, es kommt schon, okay. Weil ich einfach nicht gehört, weil ich den Ton aus hatte. Das ist Vintage. No, jetzt warten wir mal kurz ab, wo er jetzt hingeht. Ah, er geht da hoch, okay. Den Weg, den ich nicht freigeschaltet hatte. Zum East Forest geht er rein. Okay, wir gehen erstmal zum East Forest. Das dauert da gerade wieder ein bisschen. Ach, geht doch darüber. Hier, ne? Das ist East Forest, Ostwald, genau. Da gehen wir einmal rein, die gute Stube. Geht er direkt hier außen lang.
Und die Leiter runter. Hätten wir uns nicht hier auch hinporten können? Jetzt haben wir diesen Port. Müssen wir irgendwie durch. Leiter runter. Ich glaube, gleich kommt das, was ich meinte. Vielleicht. Aber ich habe auch kein Mana. Ah. Komm, das lade ich erstmal auf, bevor ich runtergehe. Ich glaube, ich brauche jetzt Mana. Ich brauche Mana. War nicht so Glück, gleich was zum Rasten. Ah, ich würde sagen, ist jetzt Nacht. Nee, zum Glück nicht. So. Natürlich alle Gegner auch wieder da. Genau, und hier ist ja dieser Haken. Hier müssen wir mal das Zepter ausrüsten. Und dann den Greifhaken. Ich mach's mal so wie er. Hier so. Stopp. So, so, so. So, jetzt müssen wir nämlich beides gleichzeitig drücken. Dann ist er genau eingefroren und dann können wir es hochhaken, also hoch katapultieren. Haben wir die Ruhe schon damals gesehen. So, mache ich mal. Ja, haben wir schon gesehen, da. Strahl sah anders aus, ne? Ist er gerade gestorben? Er ist vorher schief gelaufen. Hat sich vielleicht schon getroffen und er ist dadurch gestorben? Das sollen wir mal kurz hinsetzen. Der Mensch hat ihn nicht getroffen, er war nicht eingefroren. Dann nochmal. Müssen wir bei der Kiste nichts eintippen? Ist ja gleich so da, ne? So, da ist der Gegner. Ah, Tatsache, wir haben eingefroren. So. Und jetzt sind wir hier oben. So kommt man in die Kiste ran. Königliches Fiesel. Das ist das Gute. So. Ah, ich muss ja eh hier erstmal runter, ne? So, dann gehe ich mal direkt zum Port oder so. Gleich landen. Auch gerade wieder Werbung auf YouTube. Mal wieder schön. Den Werbung in einem kurzen Video. Okay, es hat dann Nacht gemacht. Da würde ich eh erstmal zum alten Haus gehen. Wo sich anscheinend danach auch hinportet. Oh, ich brauche schon überhaupt die Nacht. Ich gucke mir das mal kurz an. Was er vorhat. Ist nämlich gerade auch hier an dieser Station. Zum Bibliothekar. Eh nicht zum Bibliothekar, ist hier oben lang gegangen. Aber ich glaube, da brauchen wir das ja auch. Die Nacht dann. Gucken wir das mal kurz an. Das war deine Gang, wo das Heldengrab auch mal war. Ach stimmt, da könnte man da so rübergehen, ne? Kann man nicht diese Viecher aus dem Boden? Da kann man dann noch so rüberporten jetzt. Zeige ich euch gleich mal. Sieht irgendwie auch ganz fancy aus in dem Raum. Ist ja auch wieder am Anfang.
Da pausiere ich mal kurz. Ah, mit dir will ich gar nicht reden. Kommen diese Viecher raus. Da können wir noch rübergehen. So, genau, hier kann man rübergehen. Und dann muss man das hier wegmachen, die Häufchen hier. Dann kommt die Truhe. Nicht? Was hat's gemacht? Ah, da war noch ein Laub, okay. Da war noch ein Laubhaufen. Und jetzt haben wir Staubig bekommen. Heißt bei jeder Tag, also gehe ich wieder zurück zur Hütte, würde ich sagen. Ja, gut hin. Falls ich da mal durchkomme. Noch eigentlich nur geradeaus hoch, ne? Das ist die Ausdauer wieder nach. So, einmal zur Hütte. Dann machen wir Tag. Ich guck mal schon, wo er hingeht. Okay, wieder Richtung Windmühle oder zum alten Haus, hast du gesagt. Da portet er sich gleich wieder. Geht er nach unten? Ah, geht zum Anfang zurück, okay. Ah ne, so diese Art Geheimweg. Kann ich auch gleich mal zeigen. Ja, hat er sich wohl gedacht, mich noch zu hitten. Geht er gar nicht. So, wenn man hier nämlich steht, kann man nicht noch weitergehen. Und das Ganze. Genau, hier haben wir diese Übersicht mit den Porten, ne? Und da seht ihr, geht ja irgendwie noch so ein Weg unten links weiter lang, ne? Mit diesen Strichen da so. Da soll es irgendwie noch einen Geheimgang geben anscheinend. Ich glaube, von hier aus war das, oder? Ja. Dann ist hier nicht am Ende einfach so eine Truhe. Wolde auf ewig haben wir. Sag, manche Geheimnisse, wie sollen wir da drauf kommen, ne? Okay, es geht ja jetzt zur alten Hütte. Okay, hätte hier bleiben können, er will sich gerade auch porten. Schade nämlich immer doch da oben bei der großen Statue, dann aber gerade alles ein bisschen mehr geordnet. Sprecher 10, da müssen wir nach hier unten rein, okay. So, da so lang. Darüber. Was haben wir die Scheiße hier am Dampfen? Ah, da sind wir auf dieser Insel. Hier ist auch so ein lustiger Stein mit so einer Zunge. Also das schlägt die Zunge raus. So, dann bin ich auch ein bisschen so von den Klötzen aus Mario, ne? Nicht nur, so hat es sich. Monoprofi nennt er sich. Okay, das ist jetzt wieder bei der alten Hütte. Okay, der hat auch wieder Nacht gemacht. Ist das nicht so schnell?
Aber man war das Video auch so schnell. Ich muss mir gleich mal angucken, was er gemacht hat. Ging gerade irgendwie so zisch, zisch. Wusch, wusch, wusch. Schnell ging das gerade. Okay, zur alten Hütte, dann ist er irgendwie weiter hochgegangen. Zu Treasure 2, ich dachte, da war was falsch und gut, ja, na welcher. Aber das eine ist dann sowieso ganz tricky, die Treasures hatte ich mir nicht angeguckt, das eine, das war ja voll fummelig gewesen. Okay, ist irgendwie hochgegangen? So, jetzt gucke ich mir mal genauer an. Okay, dann geht er zum Anfang zurück. Ah, das ist das, was tricky ist. Irgendwie Schnelldurchlauf gemacht? Nee, hat selber das Schnelldurchlauf gemacht. Okay, ist Nacht. Dann müssen wir da hoch zum Dunstertingskirchen da. Ich mir nochmal an. Ich glaube, da war irgendwie ein Geheimgang und noch ein Geheimgang, irgendwie sowas. Und dann war das irgendwie tricky, am Tag dann da durchzukommen. Okay. Komm, hier komme ich doch rüber, oder nicht? So. Okay, dann gehen wir auch mal zum Kloster. Kathedrale war es, nicht Kloster, ne? Auch mal hier schnell durchzuporten. Porten sagte ich auch. Natürlich keine. Aha, der ist anders gegangen, ne? Ich glaube, da komme ich. Ne, da komme ich nicht so hin. Wir müssen auf den normalen Weg gehen, also eigentlich unten lang, ne? Hier runter. Und wenn wir gleich wieder den ganzen Angriffen ausweichen, gleich uns entgegenstellen. Der Aufweg hier, genau. Müssen wir hier noch durch. Ich glaube gerade so mit die ekligsten Treasures. Hier ist nämlich noch was anderes, was auch relativ gemein ist. Und nicht so einfach. So, und hier soll man einfach interagieren. Öffnet sich ein Tor. Oder ein neuer Raum. Für eine Kiste öffnen. Kriegen wir mal das. Und oh Wunder, hier ist nochmal ein Geheimgang. Der ist halt drauf gekommen. Kommt so ein Tunnel. Ich glaube, da kann ich bei dir auch schon mal weitermachen. Und da unten ist die Kiste. Aber hier muss man nochmal irgendwas gleich eintippen. Da warte ich mal kurz. Ich glaube, das war falsch gewesen, ne? Ja, geschrieben. Okay, kann ich mal probieren. Der sagt links, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, rechts, hoch. Rechts, runter, links, runter, rechts, runter, links. Gut, das geht. Der Rest wird eigentlich stimmen im Video, ne? Dann öffnet sich das. Dann war das irgendwie wie so ein Altbalkon, hat er da gemeint. Ich weiß nicht, warum man da so einmal rumgehen sollte. Löst man hier irgendwas mit X runter, dann ging das. Kann ich aber irgendwas mit X machen? Ich krieg's nicht hin. Hier ist eine Leiter, okay. Ah. Da ist man drauf gekommen. Lass mich mal nämlich, glaube ich, zurückgehen.
müssen nämlich erstmal wieder Tag machen und dann funktioniert das. Was wir hier machen, Junge. Geh ich mal über den Weg zurück. Oh. Ist aggressiv. Ich muss erstmal hier runter. So, dann ist das mal wieder Tag. Wusch, wusch, wusch. Da können wir direkt so zum Haus gehen, oder? Ist ja eigentlich nicht so weit weg. Da muss man sich ja nicht erstmal porten. Oh, hier war ich für mich der schnellere Aufweg. So, einmal hinsetzen. Ich muss einen Tag machen, damit diese Brücke wieder weggeht, die nur nachts da sind, diese durchsichtigen. Ja, auch Richtung Kathedrale jetzt da waren. Oh mein Gott. Oh, Entschuldigung. Lasst euch von mir nicht anstecken. Da muss man erstmal irgendwie mit einer Leiter runtergehen. Doch hier so, ne? Kann ich mit den Dash jetzt auch rübergehen? Das war schon, wie er das gemacht hat. Das war nicht so ein bisschen tricky, glaube ich. Ich glaube, tagsüber waren wir noch nie, oder? Gibt es nicht irgendwo eine Art Säule, die schräg ist? Ah, hier war das. Kommt man da dann hoch? Ups. Die sind dann, ach, die sind dann tagsüber hier, okay. Kommt man hier runter und der Rest ist eigentlich normal. Die kennen wir nämlich noch gar nicht, diese Typen. Ja, die kennen wir. Oh, oh. Au. Mich wirklich noch erwischt. So, jetzt müssen wir nämlich dahin, wo wir gerade waren. Ich stehe ja auch hier hochkommen, ne? Au. Erstmal den hier weg, mal, der nervt. Andere Typ hin. So. So, dann nehmen wir die Leiter hier wieder nach unten. Bei ihm mache ich jetzt auch mal Play, der hat das ja einen Schnelldurchlauf gemacht. So, jetzt sind wir wieder auf diesen Art Balkon. Und tada, jetzt ist das hier auch freigelegt. Das ist eine geheime Legende. Ich guck mal kurz, was er macht. Macht er jetzt das nächste oder holt er sich das jetzt? Könnte ich ja schon mal hier das nächste probieren. Ich glaube, das hat er auch so gemacht, dass hier dann direkt das nächste kommt. Dann müssen wir nicht extra nochmal alles machen. Jetzt nehme ich hier ein bisschen zurück. Oder wenn das jetzt nicht bringt, dann mache ich das jetzt einfach, weil das ist für mich so gerade das Logischste. Okay, jetzt hat er auch das Ding eingesammelt. Da geht hier jetzt auch mal rüber. Ich guck mal kurz. Jo, okay, er macht das jetzt auch. Okay, dann muss ich jetzt mal die Viecher hier wegmachen, damit wir ein bisschen mehr Ruhe haben.
So, wir haben ja diese Schädel das schon mal gesehen und uns gewundert, ne? Dass die so golden sind. Wenn man halt hier runterwerfen. So. Mach ich erstmal hier die ganzen fiesen Gegner weg. Und die unten auch, die werden ja gleich ein bisschen stören. Ich gucke erstmal bei seinem Video, dass wir das erstmal gleich weg haben. Also mit zwei Unsichtbare und den Rabentypi hier. Viecher hier unten gleich wegmachen. Guck ich mal kurz nebenbei noch drauf. Ah, der Große wird wieder fies, ne? Wir können uns doch. Können da jetzt dashen. Das Ganze ja ein bisschen angenehmer. Ich pausiere mal kurz bei ihm. Ich dass wir jetzt auch so weit kommen. Oh, er hat selber zertrümmert. Hat er diese kleinen Viecher gerufen? Der denn? Das hat er noch nie gemacht. So, nicht unsere Aufgabe ist es, diese drei Schädel, also es gibt drei Schädel von, oder ne, vier sogar, die hier reinzuschubsen. Muss auch erstmal drauf kommen, ne? Ich dachte auch, das ist ja normales Wasser. Das ist halt auch nicht so einfach, ne? Weil die nicht so gut reingehen, sieht man schon. Der brutzelt. Einer war hier hinter sogar. Da sehen wir ihn. Der hier sollte der schwierigste sein. Kann ich noch beifügen? Ich kann. Habe ich ihn überhaupt schon bewegt? Sehen ja nicht mal. Ich versuche erstmal den hier hinten. Das ist auch noch so blöde Truhe. Ich wahrscheinlich auch irgendwie drauf dashen, ne? Oh Gott. Der war relativ fest gerade. Ja, da hat er ja auch irgendwie geschrieben, dass es hier dauert am längsten. Gott. Ich sollte ja vorwärts gehen, dass der hier weiter zurückrollt. Okay, das kann schon ein bisschen dauern. Ha, das haben wir gut rausgekriegt. Der eine ist ja da irgendwie noch verschwunden hinterm Grab. Nein, nicht zu kreuzen. So. Wie kriege ich dich denn jetzt hier raus? Okay, davon ist er aber auch nicht kaputt gegangen. Er sollte doch hier wahrscheinlich noch irgendwo sein, oder? Man kriegt nicht raus. Dass ich mich nicht umdrehen kann, zu gucken, wo er jetzt liegt. Was passiert auch nicht so viel, ne? Vielleicht habe ich ihn einfach zu blöd bewegt. Ja, natürlich ärgerlich. Ist er noch da überhaupt? Jetzt müsste ich doch nochmal gleich zurück, was ärgerlich ist. Ah ne, da ist er. Gut, habe ich doch noch rausgekriegt. Aber den hat er auch gesagt, bei den hat er allein 6 Minuten gebraucht, um ihn rauszukriegen. Da haben wir es. Da haben wir es geschafft. Und wie du gerade auch in dem Moment in den gleichen. Okay, witzig. Nur ein paar Freunde. So. Also, wie ist die Trophäe gerade? Weil ich irgendwie auf einmal komische Wörter hier raushauen und dann hängt das was damit zusammen. Ist er wieder am Anfang? Ah, ich glaube, es geht um Trophäe Nummer 7, was wir haben. Das war das mit den Feen. Guck ich mal, das sieht irgendwie so danach aus.
viel? 7 haben wir schon. Können wir das erstmal wieder gemütlich zur Mitte begeben, wo er dann auch immer gleich anfängt. So, genau, das haben wir schon. Für die erste Seite würde ich dann auch gleich mal nachgucken, wie der Code war für die große Tür. Ist ja gleich hinkommen. Ah, haben wir jetzt alle 12? Ah. Also das war das letzte, okay. Oder kommt jetzt einfach nur Werbung? Mal kurz. Ich glaube, wir haben alle 12 Truhen. Kann ich mir gleich mal angucken, ob das auch der Fall ist. Hier drin war das ja mit den Säulen gewesen. Hier so weitergehen. Was gab es hier solche Säulen, ne? Was nicht hier? Stuf? Na doch. Ja, Tatsache. Guck, hier haben wir alle 12 Errungenschaften. Dann kommt dieses Leuchten dazu. Oh. Würde ich da reingehen? Ah, das ist glaube ich auch ein Rätsel. Das habe ich auch noch nicht nachgeguckt. Glyphenrätsel oder so heißt das, glaube ich. Was man auch mal hier machen soll. Dann würde ich sagen, lass mal kurz nachgucken, wie wir den goldenen Pfad öffnen. So. Machen wir direkt bei Google. Tunic, goldener Pfad. Und auch natürlich gleich mal den Code wissen. Ich will die Lösung haben. Okay, hier steht das mal ganz genau erklärt. Aber das ist ein langer Code, ne? Ich guck mal, ob ich es selber rauskriege. Uplift. Okay, wir haben ja quasi eine Karte. Kann ich mal zeigen? Das ist ja das, was ich eigentlich so meinte. Seht ihr das? Okay, reflektiert ein bisschen das Licht ist, ne? Ich versuch's mal so. Ist hier mal so ein bisschen besser, wenn ich schräg halte. Aber ich mach's einmal kurz aus für euch, oder? Ist heller. So, bin ich auch dunkler. So, wir haben ja einmal diese Karte. Das hat man, indem man ja alle Seiten durchblättert, hat man halt dieses Muster gehabt und dann zeichnet man das halt quasi so ein. Sollte man sich am besten selber ein Spielblatt nehmen. Und dann ist ja quasi darunter nochmal erklärt, auf welcher Seite man das findet, wo was und so weiter. Und das wäre dann der eigentliche Code. Das hier. Ich glaube, das nehmen wir direkt mal von der Karte. Die Mühe können wir uns mal machen. Das hier dann. Oder heißt dann auch zweimal dann runter, runter. Ich gesehen habe, da gibt es auch längere Striche. Okay, ich nehme einfach doch mal den richtigen Code. Okay. Wir müssen also auf den Berg drauf. Zum Berg oben. Hier ging es hier nicht lang. Kurz überlegen. Weiter hoch auch nicht. War doch gerade schon einmal oben. Was hast du denn gemacht? Ah, ich glaube hier so, ne? So, tschüss, ich bin oben. Genau, das sieht gut aus.
viel gedasht. So. Jetzt sind wir hier vor. Okay, hier müssen wir hoch, links, runter, links, hoch, links, runter, links, hoch, rechts, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, links, hoch, links, hoch, rechts, hoch, links, runter, links, hoch, rechts, hoch, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, runter, links, runter, rechts, hoch, rechts, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, rechts, runter, links, runter, links, runter, rechts, runter, rechts, runter, links, links, runter, rechts, runter, links, runter, rechts, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, rechts, runter, runter, links, hoch, rechts, hoch, links, runter, links, hoch, links, hoch, links, hoch, rechts, rechts, hoch, links, hoch. Ich habe mich einmal vertippt. Das war ein sehr langer Code. Oh. Direkt einmal vertippt auch. Versuch's nochmal. Diesmal versuch's ohne Reden. Ich habe eigentlich alles angesagt, aber ich habe die Taste nicht durchgedrückt. Ich muss mal wieder Licht machen, sonst bin ich ja irgendwie so ein bisschen dunkel, ne? So ein bisschen besser. Ein bisschen runter machen. Okay, ich nochmal. Ah, ich habe mich wieder vertippt, ey. Ja. Hoffentlich muss man nichts dafür machen, aber eigentlich habe ich gehört, man muss dann nur den Code eintippen. Wie alles andere gerade ging ja gerade auch so ganz gut. Nochmal. Ah, das hat mich wieder verdrückt. Oh. Ja, es sind auch 80.000 Kombinationen, die man eintippen muss. Man hätte so ein bisschen kürzer fassen können. Ah, oh, durch. Was heißt auch alle? Okay, nochmal probieren.
Das, wenn ich das quer mache, habe ich dann mehr auf einer Zeile? Ja, ein bisschen. So, nochmal. Ich bin auf die Augen, wenn man starten muss. Ah, jetzt. Ja. Der grüne Pfad ist freigeschaltet. Aber wir haben wirklich keine Seiten mehr zugekriegt, außer halt die letzte Seite und. Mal gucken, was uns oben erwartet. Aber eigentlich hatte ich schon gespoilert, ne? Das ist halt so eine Seite, wo man gesehen hätte, dass hier da so 60 Sekunden stehen bleiben sollen und so weiter. Ne? Erste Seite nehme ich. Das Handbuch. Ich so oldschool so ein bisschen, ne? Genau, da sehen wir halt nur so den Illustrator. Produktion. Wirklich von Finchi. Eigentlich auch eine sehr schöne Zeichnung. Und hier auch nochmal. Lieber Spieler, du bist weit gekommen, nicht wahr? Vermutlich hast du viele Geheimnisse gefunden. Vielleicht bist du über den versteckten Trophäenraum gestolpert. Vielleicht hast du sogar alle Feen befreit. Wir hoffen, du hattest Spaß, aber es gibt noch mindestens eine Sache, die du tun musst. Wenn dies deine letzte Seite ist, sollst du jemand bestimmten einen Besuch abstatten und deine Weisheiten teilen. Danke fürs Spiel. Und hast du die Unterschriften von den Entwicklern wahrscheinlich? Oder für die Hauptverantwortlichen. Behalte diesen Brief, du weißt nie, wenn er dir noch nützlich sein könnte. Dieses Dokument darf nicht entsorgt oder verzerrt werden. Die erste Seite. So, dann würde ich mal runter und dann nochmal zu diesem Trophäenraum gehen. Und gucken, was das mit diesen Glyphen auf sich hat. Und dann können wir quasi unsere Weisheit noch teilen, was gerade die erste Seite gesagt hat. Müsst ihr auch schnell mal nachgoogeln, wie das auch geht, oder auf YouTube gucken. Da habe ich mich noch gar nicht schlau gemacht. Oh, müssen wir erstmal hin. Also erstmal Richtung altes Haus. Hier irgendwo. Hier geht's runter. Ich war los. Warte mal, hier habe ich was anvisieren, habe ich gerade gesehen. Ach, Mist. Nö, ich war richtig, okay. Oh, einmal hier rüber. Rein. Den Trophäenraum hatten wir auch relativ schnell gefunden, auch, ne? Klick. Das muss man zu finden bei YouTube. Thank you.
ich das gelesen? Ah, ich habe auch nicht Tunic geschrieben, sondern was anderes. Grief Tower. Weißt du, was relativ kurz ist? Heißt denn das auch Glyphentor? Was hat der es jetzt so beschrieben? Lass mal kurz den Namen auch so stehen, ne? Werbung, Werbung. Geht gleich weiter. Wenigstens auch Glyph Tower. Hier wird wahrscheinlich gleich losgehen. Ich kann mal die Kommentare durchlesen. Gibt es dazu welche? Doch, 37. Okay, bei ihnen hat man Glyphen gesehen. Okay, bei uns jetzt so auch nicht. Ah, das Memo, die letzte Seite, die wir gesehen haben. Da kommen diese Glyphen her. Der eine hat geschrieben, es hat noch keiner gelöst. Jetzt wäre wahrscheinlich gelöst, oder nicht? Wofür ist die Sanduhr? Da brauchen wir da die Sanduhr. Ja, doch keine Sanduhr. Ich habe doch die Sanduhr einmal eingesammelt, aber ich brauche die nirgendwo, aber vielleicht ist das wirklich so laut. Kampfmittel, ja. So, er hat, glaube ich, gelöst. Zieht jetzt gerade irgendwas. Oder sollte etwas passieren? Die ist eine Seite, die jetzt hier kommt. Kam das jetzt, wenn man es gelöst hatte? Jetzt haben wir so offen liegen lassen. Aber eben kam ein Glyph bei mir, habe ich jetzt glaube ich keine gesehen. Kommt hier automatisch. Okay, ich rufe mal dieses Heftchen nochmal herbei. Das hier sein. Aber geht denn das mit den Glyphen? Ist das alle Seiten oder so? Ich stehe da gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ah, hier müssen wir was eintippen. In Steuerkreuz. Habe ich aber erst in der Beschreibung gesehen. Ich habe ja leider keinen Ton an. Habe den Ton extra nicht angemacht. Wieder relativ viel. Okay. Unter links. Unter rechts. Rechts. Unter links. Unter links. Unter links. Hoch, links, unter, rechts, unter, links, hoch, rechts,
rechts, runter, rechts, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch, links, links, hoch, rechts, hoch, rechts, hoch, links, hoch, links, hoch, rechts, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, rechts, runter, rechts, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, hoch, rechts, runter, links, runter, runter, rechts, runter, links, hoch, links, runter, rechts, runter, links, runter, links, runter, rechts, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch, rechts, hoch, links. Nein, es musste runter, links sein. Hoch, links, runter, links, hoch, links, runter. Aufstehen und rein und raus gehen. Oh. Kurz vorm Ende. Ich glaube, ich mach mal so. So, nochmal. Okay, wir müssen runter, links, runter, rechts, rechts, runter, links, runter, links, runter, links, hoch, rechts, runter, rechts, runter, links, hoch, hoch, rechts, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch, links, links, hoch, rechts, hoch, rechts, hoch, links, hoch, links, hoch, rechts, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, rechts, runter, rechts, hoch, links, hoch, rechts, runter, rechts, hoch, rechts, hoch, rechts, runter, links, runter, runter, rechts, runter, links, hoch, links, runter, rechts, runter, links, runter, links, runter, rechts, hoch, rechts, runter, links, runter, rechts, runter, rechts, runter, links, hoch, links, runter, links, hoch, links, runter. Würde es eigentlich gewesen sein? Dann habe ich wohl was falsch gemacht wieder. Dann mache ich es vielleicht noch ohne sagen. Oder hat er vielleicht die verschriebene Beschreibung? Muss ich mal reingucken. Ich glaube nicht, es wäre wahrscheinlich einer der ersten Kommentare gewesen. Ich schieße das mal kurz durch. Ich sollte glaube ich stimmen. Okay, dann müssen wir kurz in Ruhe.
Aber es sieht auch wieder anders aus, ne? Aber Alter, da habe ich es wieder nicht richtig gemacht. Nehmen wir auch so ein P vorne, damit kann ich mich, glaube ich, ein bisschen orientieren. Den nehme ich nicht so. Wieder irgendwie verdrückt. Also nochmal. Schon wieder nicht. Okay. Was mache ich denn falsch? Versuch's nochmal. Echt Konzentration, vor allem 5 nachts da. Vielleicht war die Luft dann auch schon draußen, ne? So, ich versuch's nochmal. Ein bisschen Geduld. Danke, danke. Ist mein Handy gerade ausgegangen? Ah, war ich denn gerade? Ich glaube, da war echt doof. Irgendwie durcheinander gebracht. So, Handy, jetzt bleibt mal an. Vielleicht mal kurz vorher hoch und unterschieben. Also.
Ach, ich darf nicht wieder durcheinander kommen. Einmal mach ich's noch, dann setzt ihr das andere Tag mal fort oder schneid das dann kurz rein. Weil, wenn du da drauf starrst, wird die irgendwie ganz schwummerig schon, ey. Ja, verschwimmt ja schon fast. So, ich versuch's nochmal. Konstellation. Kann ich leider nicht größer machen. Und ich guck mal kurz, ob ich das irgendwo im Internet besser finde. Ich hätte sicher doch verschrieben. Ah, oder passiert da nichts? Weil ich lese nämlich gerade, dass dann diese Message zu einer URL führt. Muss mal kurz durchlesen. Ich vielleicht mal ein bisschen von erzählen. Okay, ist irgendwie noch sehr krass alles dann, ne? Was da so passiert. Also passiert quasi hier nichts, wenn ich das jetzt mache. Dann können wir gleich noch das gute oder das wahre Ende einläuten. Ich kann halt gleich mal die Seite zeigen. So, wenn wir das nicht alles machen. Ich muss kurz gucken, ob ich das aktiviert habe bei OBS. Da steht wahrscheinlich jetzt gerade das Bild, ne? Ja, durch hier wieder rübergepackt. Ton ist natürlich weg. Bildschirmaufnahme. Zack. So, besser. So, die erste Choice nehme ich. Do you fear the eyes of the falsch eingetippt. War nämlich so ähnlich. Also halt Q und dann am Ende halt Slash, ne? Ah, so. Also hier eigentlich auch irgendwie ein Audio runterladen können. Ja, und das ist halt der Code. Und man soll sich irgendwie einen Quellcode angucken können, dann kann man halt irgendwie
Ah, jetzt kommt der Ton. Genau, man soll sich das irgendwie noch runterladen können. Diese Audio, und haben das welche analysiert, wenn das irgendwie bei so und so viel Hertz machst, dann kommt auch wieder Rumumum. Dann auch sagen. Ach Gott, wird der mal lauter. Aber es ist halt quasi Teilfahren der Siegel, ne? Und quasi ein bisschen gartenrittermäßig so diese Form, ne? Ich kann auch mal kurz nachgucken, was nochmal die finale Message dahinter war. Darauf muss erstmal kommen, dass alles für entschlüsseln, ne? Was war nochmal das finale Ergebnis dann? Genau, also du kannst den Quellcode auch machen, dann kannst du halt die Audiodatei runterladen und wenn die halt durch ein Spektrogramm mit 10 Hertz bis 500 Hertz Range durchschickst, kommt halt dann wieder Runeball raus. Und die Message übersetzt wäre dann We are the eyes of the far shore. Also quasi so ähnlich wie die Seite schon der Name war, ne? War ja Do you feel the eyes of the far shore. Das hat die finale Message dahinter. Okay, aber wir sind dann noch nicht ganz fertig in Tunic. So, ich stelle das mal kurz wieder um bei OBS. Das heißt, OBS kann ich offen, muss ich da drüben. Ha. Nicht manchmal. So. So, dann gehen wir dann wieder zurück. Aber echt gut versteckt die ganzen Geheimnisse. Also, ich wäre nie drauf gekommen, voran. Wie krass muss man denn nochmal die Audio-Datei zu untersuchen, wo auch da irgendeine Message hintersteckt. Also, ich glaube, dass jetzt mal das so ist. Aber irgendwie schon krass, ich hätte mich direkt beim alten ausporten können, da will ich nämlich hin. Dann gehen wir mal einfach mal zum Anfang zurück, das ist. Gehört irgendwie so mit dazu, würde ich jetzt sagen. Ach krass, die Geheimnisse allein mit dem Griffin Tower. Habt ihr aber nicht gesehen, ne? Ich hatte ja so lange probiert, ich dachte, da passiert irgendwas. Aber wer kommt denn da drauf und guckt dann, ob irgendwie die Glyphen, ob das dann irgendwie so eine Adresse ergibt oder irgendwas anderes, ne? Hatte ich jetzt gar nicht gesehen, ob es bei mir jetzt vielleicht einmal so war, aber gefühlt war da irgendwie immer ein anderes Ergebnis. Ich war auch schon das Richtige dabei, weiß man ja nicht. Okay, wir gehen jetzt hier rein. Okay, eigentlich sollte was anderes passieren, aber wahrscheinlich brauchen wir alle Seiten. Das gute Ende also. Ja, das könnten wir nochmal nachgucken, wo wir die Seiten herkriegen. Ah, ich will jetzt eigentlich gar nicht gegen sie kämpfen. Könnten wir auch Spaß einfach mal machen, aber ich gehe jetzt gleich wieder hin. Ich denke nicht. Oh. Und haben wir keinen Mana aufgeladen, ne? Also eigentlich wollen wir gar nicht gegen die kämpfen, wir können eigentlich auch schnell sterben. Ich will mir gar nicht so viel mitgehen. Komm, töte mich. So, also uns fehlen noch ein paar Seiten, die müssen wir mal nachgucken. Nämlich mit ihr soll am Ende was passieren. Wenn wir alles richtig gemacht haben. Okay, wir haben die Seite. Also ich glaube, das ist sowieso eine Seite 1, Seite 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Gut, da war ich gerade schon beim 10 so durcheinander, dass ich mir dachte, hä, wieder irgendwas. 22, 23. Ich glaube, das gucke ich wirklich zum nächsten Mal nach und dann können wir die letzte Seite noch gemeinsam holen, ne? So, da geht's dann wieder weiter. Auch, ne? Da fehlen ja gar nicht so viele. Wird das wirklich eine kurze Aufnahme der Richtung?
glaube, schon gegen Ende fehlen ein paar, ne? Also fehlen 48, 49. Und diese anderen Seiten. Oder machen das jetzt, wenn nur die paar Seiten fehlen? Bitte 22, 23. Tunic. H. Wie das denn wieder schnell lang? Okay, nicht mal das hier mit für eine Minute. Das klingt besser. Ja, macht erstmal sein Intro. Dann fehlen hinten noch die zwei Seiten, ne? Was soll man machen? Um nur eine Minute, das sollte eigentlich schnell gehen. Der ist irgendwie in der Mitte. Dass er jetzt wirklich schon zur Seite 22 und 23 führt, manchmal weiß man das ja nicht. Okay, jetzt sind wir auch hier. Was sind wir dann nach oben? Weil Dunkelheit. Okay, ist auch Undunkelheit. Ach, da ist hier eine Seite. Nö. Da kommen wir mal Dunkelheit an. War eigentlich gar nicht so schwer versteckt. So, aber habe ich eigentlich den Shortcut noch nicht freigeschaltet? Hätte ich auch schon wieder machen können, ne? Als ich da war. Ich sah wieder Richtung Ostgebäude, wie das hieß. Das Falsche. Weißt du, musst du diesen Blobbles, die bei dem auch so eine Leiter. Hä? Warum muss ich das tagsüber die den Shortcut freischalten? Machen wir das doch mal. Ärgerlich jetzt gerade dies hin und her. Ich glaube, bei nachts haben die das Windspiel war aktiver, ne? Tagsüber habe ich da auch nie was gehört. So. Da muss ich hoch. Stimmt, jetzt hier eine Leiter. War ich nie den Shatter umgelegt oder bin ich einmal gestorben? Nee, bin ich eigentlich nicht, ne? Okay, ist immer gut hier. Und dann den Shatter umlegen. Deswegen habe ich die Seite noch nicht, weil ich das hier nie gemacht habe. Ich kann auch da runter gehen. So, gehen wir jetzt endlich mal hier auch runter. Ärgerlich.
Dann können wir auch wieder hochgehen. Müssen wir da auch noch hochgehen, die neue Abkürzung, die wir gemacht haben. Und eigentlich nur dashen dann. Sind wir schon da, wo wir hin wollen? Ich geh mal hier rüber. Ups. Dann nehme ich hier drauf und dann kann man hier rüber. Dann kommt erstens hier ein Händler und die Seite. Da sind sie seit 22 und 23. Genau, und hier so, das hat so ein bisschen den Hinweis gegeben mit diesem Kästchen, was ich meinte, für den goldenen Pfad. Wir waren ja auch über diese Kästchen zu sehen und da ist dann halt so ein bisschen Seitenzeit versteckt, wo man hin soll, ne? Hier steht auch mal ein bisschen mehr was dazu zu für den Bergen, Feen, diese Trophäen. Okay, ist noch irgendwie relativ weit hinten, ne? 48, 49. Gucken wir mal. Ist das, was wir wahrscheinlich aus dem grünen Pfad brauchten? Ich glaube, das ist auch ärgerlich, wenn wir das jetzt da übersehen haben. Das hatte ich ja mal was ausprobiert, da ist nichts passiert. Ah, cool, dann müssten wir wieder eine Kombination eintippen. Okay, frage ich mich, muss das jetzt im Dunkeln oder kann ich das, muss ich das im Hellen machen? Zumindest wird das da gerade im Hellen gemacht. Anders nochmal, ich mach's mal lieber hell. Müssen nämlich halt zu so diesen Klotz hin, wo wir auch den Zauberstab bekommen haben. Da müssen wir auch so eine Kombination eintippen. So, das war doch irgendwo hier oben. Lass mich in Ruhe. Hier irgendwo oben. Wenn wir hier oben sind, müssen wir unten links, unten rechts, unten links, oben rechts machen. Oben links, ich dich hier nochmal rum. Oben links, unten rechts, unten links, oben rechts. Ah. Hier kriegen wir die Seite her. Sollen wir das denn wissen? So, genau, hier ist das ein geheimer Treffpunkt. Die Feen, da haben wir die abgeholt. Das hier, finaler Schatz. Das war, glaube ich, irgendwas mit dem goldenen Pfad dann. Und das hier ist so eine Checkliste, wo wir dann die Feen finden. Das haben wir jetzt so gemacht. Und das hat das für den goldenen Pfad, wo ich meinte, hier kann man dann den Weg einzeichnen. Ah ne, hier fehlt noch Seite 52, 53, ne, sehe ich gerade. Seite 52, 53. Das soll es doch gewesen sein, ne? Gibt auch ein kurzes Video, 2 Minuten. Nicht in die Seiten. Meistens ist das über erklärt oder so. Er zeigt erstmal, wo man das herkriegt. Weiß ich nicht, was er da macht.
Ich muss schon irgendwie mal anders suchen. Es wird suchen. Ich nehme den hier. Ich hätte das unterteilt unter Kapitel, damit wir das jetzt schnell finden. Wir brauchen 52. Okay, bin ich mal gespannt. So, hier kann ich mal nachgucken, wie viele es gibt. Das ist ja so aufgelistet, ne? 50 Impact-Dings, ne? Chance. Okay, gucken wir doch mal. Hier geht da lang zur Windmühle. Zum Haus runter. Hier in Richtung Trophäen lang, also doch völlig woanders gedacht. Ah, die Tür habe ich aber auch noch gar nicht aufgemacht. Okay, wir müssen wieder zu den Trophäen. Der am dümmsten hin. Ich glaube, hier war auch eine Abkürzung zum Haus, oder? Dann da rein. Wenn ich wirklich eine Abkürzung zum Haus. Gab es nicht einen anderen Weg? Ich muss doch auch runtergehen, oder nicht? Hier so lang. Ja, dann gehen wir mal den Weg so. Nicht der kürzeste. Okay, soll ich das Windspiel auch klingen hören? Noch eine Tür, die wir auch nicht aufgemacht hatten, die hier. Da müssen wir hoch, rechts, unter, links, hoch, rechts machen. Hab ich doch. Hoch, rechts, runter, links, unter, rechts. Ging aber gerade gar nichts. Ach, hier finden wir die Seite, okay. Die hätten wir öffnen können. Danke fürs Spielen. Okay, jetzt haben wir das ganze Buch. Kann ich das hier nochmal ausmachen? Okay, das können wir ja. Guck, das auf den Chatchen da unten zugekommen, oder? War das da auch schon? Ah, das mit den 60 Sekunden, was ich meinte, ne? Ohne Ton. Da stehen wir ja ganz vorne nochmal. Hier nochmal so Codes drauf. Oder eintippen soll. Geräusch, was man gerade hört, sich an wie so eine elektrische Zahnbürste, finde ich zumindest. Mit der Windmühle. Was er unten, also nicht die Windmühle, sondern ganz unten erklärt, dass er mit den Eisdecker und mit den Zauberstab, dass wir gefrieren können, dann kommen wir dann in der Truhe ran. Ja. Ups, da war gerade ein Schuss abgefeuert. So, jetzt können wir mal zum Erben gehen. Jetzt sollte das eigentlich vollständig sein.
Ah, ich muss da runter, ich hält. Ich will immer da hochgehen. Weil sie da jetzt erst gesehen hatten, ne? Das irritiert halt. Ja. Ah, ich hätte. Hätte ich mich auch direkt beim Haus teleportieren können, aber hier habe ich das nicht so drin. So. Genau, das sieht jetzt hier auch anders aus. Gehen wir nochmal zu ihr. Und wir sprechen sie an. Ich bin nämlich mal weg. Zack. Sind wir das bloß in groß? Und ein anderer Abspann sogar. Oh, wie süß sie es am Fernsehen gucken. Blende ich mich jetzt mal nicht ein, weil die gerade Spaß zusammen haben. Voll süß anzugucken. So, jetzt kann ich mich einblenden. Ich glaube, jetzt kommt der nochmal Abspann, oder? Ja, ist der nochmal Abspann? Doch ein bisschen mehr diesmal. Das Ende. Kann man quasi ein New Game Plus machen. Dann ist alles immer schwieriger, ne? Ah, die Lampe haben wir sogar direkt. Unsere Farbe auch. Schildpistole auch sogar. Wahrscheinlich trotzdem die ganzen Geheimnisse finden und alles, ne? Obwohl ich keinen Mana habe, habe ich trotzdem noch 3 Schuss und so. Ach, das ist aber auch geblieben. Ich kann das ja dann noch weiter aufwerten, jetzt im Game Plus. Ich habe eigentlich fast alles, ne? Außer die Siegel oben. Ja. War auch nice. Ups. Eine Seite habe ich natürlich auch noch. Könnte man natürlich jetzt nochmal durchmachen, wenn man möchte, ne? Auch weiter den Charakter aufwerten. Ja. Also ich bin halt begeistert schon vom Spiel, also jetzt so die letzten Geheimnisse, die wir jetzt aufgedeckt haben, jetzt die letzten 2-3 Folgen wahrscheinlich auf YouTube,
wo ich jetzt den Guide benutzt habe, das habt ihr ja mitgekriegt. Manchmal habe ich ja einzeln nichts gesagt oder mal kurz gesucht. Da wäre ich so nie drauf gekommen. Also ich hätte irgendwie vielleicht noch versucht, das wahre Ende rauszukriegen. Aber diesen goldenen Pfad hinzukriegen, mit den Hinweisen, das ist echt schwierig gewesen. Ich habe gesehen, man teilweise gibt es da noch einen anderen Speicherstand, den jetzt irgendwie noch laden müssen und da noch irgendwas machen. Echt krass, also die haben da gut Geheimnisse versteckt. Ich glaube, mal zeigen. Müsste eigentlich da sein, außer der ist jetzt weg, wenn man den goldenen Pfad begangen hat. Eigentlich haben wir nur einen gemacht, den hier. Aber ich weiß, ich glaube, das ist jetzt extra wegen New Game Plus, ne? Und der hier war dann, habe ich gesehen, der das gemacht hat, war der so ein bisschen anders, der Code. Oder die Datei hier. Da konnte man auch noch was machen. Das führte dann irgendwie dazu, dass du dann nochmal das Rätsel zum goldenen Pfad lösen konntest. Also, ich würde mich über einen zweiten Teil freuen, aber ich glaube, vor allem die Rätsel, die jetzt am Ende waren, könnten ruhig leichter sein. Also natürlich gibt es Internet, da kann man es nachgucken. Also ohne Internet, ich glaube, ich hätte da Wochen oder Monate dran gesessen, bis ich das vielleicht gelöst hätte. Okay, ja, dann könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie euch so Tunic gefallen hat. Habt ihr vielleicht die Rätsel selber rausbekommen? Oder wollt ihr sie selber rausbekommen? Weiß ja nicht, aber wenn ihr das hier geguckt habt, dann sind ja die Rätsel vielleicht schon offensichtlich. Ja, dann gerne ein Like da lassen, wenn euch das Projekt Tunic gefallen hat. Sonst halt gerne selber ausprobieren. Also es macht auf jeden Fall auch Spaß. Vor allem halt das Knobeln, wer da drauf steht, gerne. Ja, dann gerne abonnieren, auf die Glocke klicken. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Projekt. Ich weiß noch nicht ganz genau, was das sein wird. Ich hatte eigentlich nur zwei, drei Favoriten. War gerade also ein bisschen schwierig mit Kind und Schichtarbeit. Komme ich noch am Wochenende dazu, mal zu spielen. Deswegen könnte es sein, dass nicht mehr ganz so viele Folgen rauskommen. Aber ich versuche mein Bestes. Und Umzug steht diesen Monat auch noch bevor. Und halt noch gar nicht angefangen. Haben wir auch erst den Zuschlag bekommen. Also kommt noch jede Menge dazu. Wenn wir umziehen, dann ändert sich das auch hinter mir so ein bisschen alles. Lasst euch so ein bisschen überraschen. Ich habe da auch so ein bisschen was geplant. Mal gucken, ob ich das so umsetzen kann. Aber ich denke schon. Okay, dann macht es gut und zockt fleißig weiter und guckt meine Videos natürlich. Okay, ciao, ciao. Tschüss.